Wer von Computern spricht, redet eigentlich auch über Chips. Und das ist nicht zum Knabbern, denn sie bestehen aus Sand, aus Silizium und das schmeckt keineswegs. Die kleinen Siliziumplättchen sind wahre Alleskönner und verhelfen dem Computer nicht nur zur Schnelligkeit, sondern lassen sich auch für spezielle Aufgaben programmieren. Am Physikalischen Institut der Universität Heidelberg feierte jetzt das Chip-Labor ASIC 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, bereits seit 10 Jahren designen und programmieren die Heidelberger Forscher die kleinen Chips. Dieses Handy verbirgt in seinem Inneren eine Reihe von Chips und beweist, dass Chips keineswegs nur etwas für Computer oder hochkomplexe wissenschaftliche Systeme sind. Vom Design über den fertigen Chip bis hin zur Verplombung für die Massenfertigung sind es nur kleine Schritte. Der erste im Institut vor 10 Jahren gefertigte Chip bestand aus 4 Photodioden und hatte etwa 20 Transistoren. Man sprach noch von einem analogen Design. Der neueste Chip besteht aus Analog-Digitalwandlern, Filtern und Prozessoren und verbindet mit hauchdünnen Fäden rund 7 Millionen Transistoren. Die Chipentwicklung ist Bestandteil des ASIC-Labors hier im Institut, das eine Gemeinschaftsgründung des Physikalischen Instituts, Max-Planck-Instituts und hier des Kirchhoff-Instituts ist. Und hier werden eine ganze Reihe von spezifischen Schaltkreisen, Mikrochips entwickelt, zum Teil für Anwendungen in den Naturwissenschaften, besonders in der Physik. Gibt es also eine ganze Reihe von Projekten, die jetzt in den letzten 10 Jahren zum Teil schon abgeschlossen sind, zum Teil noch in der Entwicklung sind und zum Teil gerade im Begriff sind, in Betrieb genommen zu werden. Die Abkürzung ASIC steht für anwendungsspezifische elektronische Schaltkreise, also hochintegrierte elektronische Bauelemente, die auf kleinstem Raum für spezielle Aufgaben in verschiedenen Stufen entwickelt werden. Zunächst der schwierigste und wichtigste Teil ist das Konzept. Was will ich, was brauche ich, wofür soll es eingesetzt werden? Aus dem Konzept entwickeln sich dann langsam die verschiedenen Baugruppen, die dann einzeln entwickelt werden, die zusammenspielen müssen, in der Regel in unserem Feld sehr eng zusammenarbeiten müssen mit den Detektoren, die irgendwelche Signale nachweisen. Und dann der nächste Schritt, das Design selbst, die Realisierung des Konzepts, dann das Testen. Und irgendwann, wenn das Chip dann fertig entwickelt, designt wurde, wird es gefertigt. Die eigentliche Fertigung erfolgt außer Haus in speziellen Fabriken. Aber im Zuge der Entwicklung werden auch im eigenen Labor unter möglichst staubfreien Bedingungen Chips verdrahtet und verlötet. Deutlich ist hier zu sehen, wie die Maschine die hauchfeinen Fäden zur Verbindung der Transistoren spannt. Dieser Chip dient für ein Experiment im großen Ringbeschleuniger CERN in Genf und wird in solche großen Elemente, sogenannte Detektoren, eingebaut, die später einmal helfen sollen, die Teilchen, die kleiner sind als Atome, zu identifizieren und ihre Energie beim Aufprall zu messen. Das Design der Chips erfolgt heute am Computer, wie bei dieser schwierigen Aufgabe der Entwicklung eines Biochips. Kai König muss diese Aufgabe im Rahmen seiner Diplomarbeit lösen. Dieser Chip soll jetzt in der medizinischen Diagnostik eingesetzt werden. Wir wollen auf der Oberfläche bestimmte Substanzen, Peptide, abscheiden, um damit einfacher und schneller gewisse medizinische Tests durchführen zu können. Forschung und Lehre sind also im ASIC-Labor eng verzahnt. Ein anderes Projekt beschäftigt sich damit, Chips nach einem äußerst komplizierten biologischen Vorbild zu entwickeln, nämlich nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Mit den sogenannten neuronalen Netzwerkchips will man in bisher unbekannte Dimensionen vorstoßen. Der Chip hilft uns zum einen, die biologischen Systeme zu erforschen, also die Funktionsweise des menschlichen Gehirns oder neuronaler Systeme in der Natur. Und zum anderen kann man ihn auch für technische Anwendungen wie in der Bildverarbeitung oder Mustererkennung einsetzen. In der Zukunft der Chip-Entwicklung wird man allerdings an physikalische Grenzen stoßen. Auch jetzt schon sieht man Trends, dass analoge Schaltungen heute noch mit älteren Technologien entwickelt werden als digitale Schaltungen. Hier werden zurzeit neue Wege gesucht. Mittlerweile gibt es eine Reihe verschiedener interdisziplinärer Projekte in den Neurowissenschaften, der Bio- und Medizinphysik und auch der Informatik. Viele moderne wissenschaftliche Projekte wären ohne den Einsatz von ASICs nicht möglich. Ich erwarte, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Seit Oktober haben wir ein internationales Graduiertenkolleg, das sich um das Thema intelligenter Detektoren konzentriert. Und mit diesen zukünftigen Aufgaben befasste sich auch die Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Chip-Labors in Heidelberg. Professor Karl-Heinz Mayer, in Campus TV Verfasser und Experimentator der 1,5 Filme, gab einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Chip-Labors ASIC.